Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Leschrak-Tag. Boah, das, ihr macht Les euch im Lesrak Les-Harak müsste es eigentlich heißen. Ach Gott, Leschrak-Tag. Dag. Ich glaube, ich muss mir erst meine Lautschrift irgendwo aufschreiben. Ein stilles H, das H wird nicht mitgesprochen. Leschrak-Tag. Ja. Ja, du bist jetzt der Erste, abgesehen von mir, der es richtig ausgesprochen hat. Okay. Ja, wir sind immer noch hier in der Nähe von Zimmer 13. Uah. Und ja, was müssen wir jetzt eigentlich jetzt? Wir müssen hier die. Das Piepen folgen. Ach ja, dieses nervige Piepen. Außer du willst nicht, dass es aufhört. Kann ja sein, dass du es entspannt findest. Oh doch, das sollte mal langsam aufhören. So, hier. Laufe hervor. Er lauft vor und er brennt. So, jetzt kann ich direkt mal testen, wie das hier funktioniert. Ja, da war irgendwas, ne? Drohne. So, 2 KP, warte mal, stopp. Hier investiere ich direkt in Elementar. Wo war denn das hier? Da ist die Elementargewalt. Kaufen. Das noch nach dem Gebrauch machst du automatisch kritisch, ne? Genau. Ja, das hat mein Maler ja auch, mein Templer. weiß nicht, ob das Sinn macht, aber. Oh, hallo. Warum kann ich den nicht angreifen? Hallo? Ich möchte dich angreifen. Ich kann ihn auch nicht heilen gerade. Warum auch immer. Jetzt kann ich wieder. Okay, jetzt ist auch weg. Ah, da ist ja schon ein Portal, das wir schließen müssen. Da kommen wir her. Yippie. Ich glaube nicht. Oh, das sieht man jetzt richtig krass. Ich heile dich fast immer kritisch gerade. Ja. Das macht Laune. Ja, hier gefällt es auch. Jetzt kann ich ja 100 Gegner auf einmal abholen. Aber ich hatte jetzt auch die beiden blauen Sonderkräfte laufen. Also die Buffs. Drohne! Achso, ich als Heilziel natürlich auswählen. Das läuft jetzt sehr viel flüssiger mit meinem Debuff beim Gegner. Was ist ein Debuff? Ja, wenn ich Chaoskräfte oder Hammerkräfte auf den Gegner anwende, dann kriegen die einen Schwächungseffekt. Ah, cool. Einen Schwächungseffekt, dann kriegen die 2% mehr Schaden pro Start. Den da oben holen wir uns auch, ne? Jo. Na, Kleiner? Oh, dann gehen die Heilungszahlen mal hier. Plop, 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 plop. Das ja. ist ganz cool. Gib zu, ich war erstmal misstrauisch wegen, wenn wir in die Instanz gehen, aber das Misstrauen hat sich jetzt erledigt. Wieso? Naja, vorher war es mit der Heilung ja bei mir eher ein bisschen langsam, dass es hochging. Da dachte ich schon, okay, in der Instanz geht mein Leben schneller runter. Das könnte gefährlich werden. Ja, aber das läuft gerade nicht. Das ist okay. Obwohl, ich habe jetzt ja auch noch nicht die richtigen Aufbau. Kräfte. Okay. Hier hinten drüben sind deine Freunde, die Akaps. Oh, ich hasse diese Dinger. Hallo. Diese Dinger sind nur gemacht worden, um mich zu provozieren. Das ist meine feste Überzeugung. Ich bin schon wieder falsches passives Ziel. So, wollen wir mal so einen Ackup machen, damit die Zuschauer mal sehen, wie fies die sind? Damit sie mal sehen, warum ich sie hasse, ja, klar. Ich höre die Angst heraus. Huch, was wird denn das? Ein Skill. Nice. Oh, da kommt das. Oh, ich bin ausgewichen. Warte, ich mache dir mal einen kritischen Trefferwert. Oh ja, sehr gut. Jetzt guck mal, wie der down geht. Wie er down geht. Bull.
kann nix, der Acker. Nix kann er. Ich wünschte, es wäre wahr. Ja, ein Acker macht ja jetzt auch keinen. Ja, einen kriegt man ja noch, aber so bei zwei werden wir jetzt richtig blöd. Wo ist denn hier dieses Scheißportal? Ja, wenn das Piepen lauter wird, dann. Also schneller wird. Aha. Es wird schneller. Es ist. Piep. Ah, da ist es. Hallo. Nein, ich bin der Tank. Ich bin der Tank. Genau, alle auf mich losgehen. Warum weißt du, ich kenne. Wenn ich die Pistolenkraft hier auf die Pistolen sieht richtig krass aus. Richtig mega gefickte Pistolen. Der Nachteil an dem Bild hier gerade ist, dass meine diese blauen Kräfte, die ich habe, die brauchen echt lange zum Aufladen. Ach, das wird schon. Da drüben müssen wir hin, ne? Das sind Zombies. Oh, Zombies. Ja, die kennt man wenigstens. Süß, ne? Da muss ich keinen Crit anschmeißen, glaube ich. Aber dieses Piepen nervt. Ja. Aber das ist eine verkohlte Leiche. Aber es gibt später noch mehr Quests mit sowas. Ich glaube, hier gab es drei oder vier von denen. Piepen Quests. Das ist aber ganz cool, der Skill, den du da gerade hast, der ja auch mal hier um dich rum halt diese Sachen krasser macht. So, Angriffswert, Ausweichenwert. Nö. Nein, gib mir eine Gesundheit, ne. Ich müsste langsam mal meine Talisman upgraden, das habe ich irgendwie total außer Acht gelassen. Oh, geht mir ähnlich. Zombies! Komm, wir wollen die Leichen verbrennen. Warum können wir euch eigentlich nicht verbrennen? Ihr seid doch Leichen. Da, ihr lauft rum, aber ihr seid Leichen. Boah, guckt euch mal hier meine Knarren an. Ich kann ja gerade schon wieder nicht schießen, also ich will runter auch immer. Wo sind denn die Knarren? Ich guck doch. Ja, hier. Guck dir mal die Knarren an hier. Was das für Viecher sind, ey. Boah, MPs. Schalldämpfer. Ja. Krasse Sache. So, ich habe einen Erfahrungspunkt gekriegt. So, jetzt können wir direkt in Elementargewalt investieren hier. Noch mehr Crit machen. Was nehmen wir denn dafür raus? Den Alpha-Wolf nehmen wir raus. Den brauchen wir eh nicht so geil. So. Noch mehr Crit für die Eukalypta. Noch mehr Zombies. Kommt. Super Move. Crit. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt aber. Crit der Aufbau und cool. Ja, du wirst ja auch mitgebufft durch das Ding. Ja, stimmt. Du crittest auch mit. Ich wundere mich gleich so, hä? 40% mehr halt, ne? Für 10 Sekunden. Hat leider auch eine Abklingzeit von 40 Sekunden. Und 40 nur. Ja. Der Male hat auch so einen Buff, der macht den Schaden um 23% höher für 10 Sekunden und hat eine Abklingzeit für 90 Sekunden. Ja, nice. Okay, noch eine Leiche. Hier vorne ist so eine Leiche. Ah, nicht auf mich. Geht auf den Tank. Der ist viel schlimmer als ich. Ich glaube, ich werde mir bald auch mal Massensport besorgen. Ja, das ist so fürs Questen halt gar nicht so schlecht, ne? Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, ich hier hab dich jetzt hier, du musst dich um das ganze Zeug kümmern. Körperlicher Schutz, Angriffswert, Gesundheit. Ja, gut, mich ja. Oh, große Talisman. Bericht senden. Schön XP kassieren. So. Wir suchen immer noch den scheiß Höllenriss, der hier Piepen verursacht.
Ein Ziel erreicht der Straße folgen, habe ich auch. Ja, ich hätte auch gehört. Ah, Zombies. Ach, ja, Bericht senden wäre okay. Wo bist denn du? Ich folge den Typen. Ich habe hier so ein paar Zombies im Gepäck. Oh. Das ist doch. Sollte mich vielleicht noch heilen. Ja. Jetzt erstmal nicht. Kennst du eigentlich das Prioritätensystem? Nein. Heiler. Was erkläre es? Das erste ist immer, der Heiler hat immer die höchste Priorität, wenn geheilt werden muss. Mhm. Die zweite Priorität hat der Tank. Und danach okay. Alle DDs, also Damage Dealer, je nach dem höchsten DPS runter. Ah, okay. Also das Wissen, ich habe Wissen gefunden. Ah, das ist der Pokéball-Typ. Ja, da musste ich irgendwie für eine Quest hin. So, Bericht senden. Wieder ein KP kassiert. So, aber wir müssen dieses Scheiß piepsen. Wo ist das? Da ist schon wieder Wissen. Ja, du wunderst dich, dass wir die nicht kriegen, aber du lässt dich ja immer ablenken. Guck mal, da ist noch was und hier ist noch was. Hey, ich spiele eine Frau, das ist Rollenspiel. Ah, hier ist das Tor. Oh, und sehr viele Gegner. Ja, kommt los. Ja, ich will mehr Gegner, mehr Gegner. Jetzt bist du ein bisschen übermütig, ne? Ich hab einen super Heiler dabei. Ich kann übermütig werden. Warum ist denn nicht so? Ich unterschätze dich nur selber. Das kann natürlich sein. In mir ploppt jetzt die ganze Zeit kein gültiges Ziel in Reichweite auf. Und ich hab trotzdem weiter drauf rumgedrückt. So. Bericht senden. Und noch mehr Wissen. Noch mehr Zombies. Komm. Nein, ich kann Heiler angreifen. Ich kann gerade schon wieder mal nichts machen. So, jetzt. Irgendwie liegt das wahrscheinlich an dem Internet-Lag. So. Wir sind doch eh OP genug. Da kann es auch mal ausfallen. Solange es nicht in der Instanz ist. Da könnte es knifflig werden. So, wo müssen wir jetzt hin? Zu diesen Pokéball-Typen. Ach ja. Okay. Den Namen hat er von dir. Ja, ist ja auch ein toller Name. Pokéball-Typ. Der hat einen Hund. Das ist ein Roll. Apropos, Moment! Wo ist denn mein Rabe? Ich wollte schon sagen, hast du jetzt auch noch einen Hund, oder was? Ups. Nee. Und, wo ist denn das drin? Begleiter, ne? Hier. Begleiter herbeirufen. Zack. So. Ja, der hat Quests für uns. Dann holen wir uns doch mal, wofür fangen wir an? Hier die Liga der Monsterjäger? Jupp. Okay. Als ich ein Kind war, haben wir ein Baumhaus aus geklautem Holz gebaut. Es hat einen ganzen Sommer gehalten, bis die Herbststürme es zerlegt haben. Dort oben bekam ich meinen ersten Kuss. Hm, so süß wie ein Augustapfel. Ups. Gefallene Blüten kehren nie zum Zweig zurück. Aber man verliert nur, woran man hängt. Nördlich von hier gibt's auch ein Baumhaus. Gebaut für die Ewigkeit, steht solide in einer Eiche. Die Kinder, die es gebaut haben, waren ein Club. Sie nannten sich die Liga der Monsterjäger. Ohne jede Ironie. Denn genau das waren sie auch. Das Fenster zwischen den Welten stand auf dieser Insel schon immer einen Spalt offen. Manchmal konnte etwas durchschlüpfen. Kinder wussten das und sie hatten Angst. Trotzdem wollten sie es bekämpfen. Also bauten sie das Clubhaus als Ausguck, als Bibliothek. Als Operationsbasis. Red sagt, es steht schon seit Jahrzehnten. Die Kinder wurden erwachsen. Übergaben Zepter und Schlüssel an die nächste Generation. So war das. Die Liga blieb. Genau wie das Baumhaus. Bis jetzt. Der Wald rund um das Baumhaus lebt. Er ist tödlich. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich wäre dort fast draufgegangen.
Die Akab scheinen den Ort ganz besonders zu mögen. Oder sie wollen uns fernhalten. Vielleicht hatten die Kinder etwas in dem Baumhaus. Etwas, vor dem die Motten sich fürchten. Man sollte die Liga nicht unterschätzen. Vor dem Berg, durch die Gnade der Natur, durfte ich endlich erkennen. Ich bin nur ein Kind. Der Club, zu dem ich gehörte, hatte mit Monstern und Magie nichts am Hut. Wir haben andere Dinge getan in diesem langen, heißen Sommer. Okay, wir haben meistens nur darüber geredet. Bis in den Abend. Aber das war fast genauso schön. Sweet. Hier siehst du übrigens eine niedliche Katze. Und nee, das ist auch ein Hund, ne? Der schläft. Oh, ist süß. Okay, dann müssen wir jetzt in das Baumhaus finden. Ja, und das wie ist, ich, wenn, ich, das direkt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da ganz viele Akkaps. Ja, das ist direkt im Zentrum der Hölle. Hier steht ein Motorrad, das dasselbe Nummernschild hat wie mein Motorrad. Tja, unauffälliger. Vielleicht ist es mein Motorrad. Ja, natürlich. Kleine Worte, ey, die sind nie verkehrt. So, ja, du solltest dich mal heilen, ne? Wäre nicht schlecht. Ja, Heilung wird überbewertet. Ja, Prioritäten und so, ne? Ja. Ich hatte gerade ganz kurz so eine Ego-Perspektive. Ja. Weil ich zu weit rangezoomt war, um den Hund anzugucken. Ja, das kenne ich. Das unterscheidet dann meistens immer die MMO-Spieler von den Rollenspielern. Weil die Rollenspieler neigen dazu, in Ego zu spielen. Ja, bei mir ist das nicht ganz so. Oh, da hinten ist Wissen. Oh, viel Erfolg. Au, oh, hey. Ich dachte, viel Erfolg. Mann, Junge, ich will das Wissen dran. Kann man da noch irgendwo anders lang? Hier kann man rein. Hm. Der Rabe konnte da reinfliegen. Der Rabe ist auch ein Tier. Ich bin auch ein Tier. Ja, ein Koala. Korrekt. So rauslässt es mich das aus. Okay. Aber wir sind ja hier auf der Suche nach dem Baumhaus und das scheint kein Baumhaus zu sein. Da hinten schon wieder Wissen. Ich folge dem Wissenspfad. Na, mein Pfad ist eher voller Leichen. Ja, dann los, auf die Akkaps mit Gebrüll. Ja! Ich gebe dir mal einen kleinen Buff, damit du Messer treffen kannst. Okay, noch einer. Na komm, noch. Nein, du lässt den Heiler in Ruhe. Ich bin der, den ihr ärgern wollt. Leider. Ich laufe hier einfach im Kreis. Und nicht gegen den Baum laufen. Okay, eins ist down. Ich helfe dir mal ein bisschen. Meinen coolen, schallgedämpften MPs. Oh, das läuft doch. Zwei Stück können wir schon mal hin. Du wurdest auch nicht umgerannt von denen. Nö. Ich hab dich nur geheilt immer. Ist doch egal, ob du down bist oder nicht. Hier ist eine Quest, hier ist eine Quest, hier ist eine Quest. Ich hab keine gesehen. Ich hab eine Minimap. Ach da, okay. Ja. Zwei sogar, ne? Ja, die andere ist ja direkt bei dem Hof. Die anderen beiden sind ja beim Quartier der Monsterjäger. Drohne! Okay, diese Drohne. Oh, doch, jetzt habe ich sie gerade schießen sehen. Ein bisschen was macht sie. Ja, ich glaube, ich bin auch bei, dass die Drohne so oft nur alle paar Sekunden schießt. Ja, die eigentliche Drohne, die ich ja haben will, die soll nachher überhaupt nicht mehr schießen. Die soll eigentlich heilen. Klar, für einen Heiler, ne?
Huch, die sind auch Gegner. Ja, die kleinen. Das sieht so krass aus mit diesen MPs. Ja, finde ich auch. Ach, falsches Heilungsziel schon wieder an. Wer hat geheilt? Den Baum? Oder den Raben? Nein, mich. Ach so. Den Raben, genau. Ich hab den Raben. Hast du das Wissen da hinten auch schon? Welches? Was? Wo? Ach nein. Oh, cool. Ja. Jetzt schon. Liga der Monsterjäger. So, wir müssen schattenhafte Brutarbeiter und Ackerhöhlen zerstören. Das machen wir doch mit Freude, oder? Ja. Ja. Was sind das schon zwei wieder? Hast du schon wieder zwei angelockt? Nein, die locken sich gegenseitig ein, die rufen sich. Oh, klar, über Kreuz rennen, ihr mich auch. Ja, guck mal, es macht dir doch nichts. Also, das ist mehr. Ja. Und ich musste noch nicht mal meine Buffs anschmeißen. Ich glaube, die behalten wir uns auch immer vor, wenn es dann irgendwann mal kritisch wird. So. Waren das jetzt drei oder zwei? Drei. Krassometer. 1360 AP. Na komm, komm. Und ich muss ehrlich sagen, diese Dinger finde ich manchmal schlimmer als die großen. Ja, wahrscheinlich weil die Masse auftritt. Ja. Und du weißt ja noch, mein Tempel, der war ja eher auf Einzelschaden. Oh ja, ich erinnere mich. So, weiter geht's. Auf die Dinger müssen wir hier achten, auf diese Schleimdinger. Wenn die rot sind, anvisiert werden können, ist es eine von den Höhlen, die wir zerstören können. Mhm. Na kommt, na kommt, na kommt. Die kleinen Viecher geben noch gar nicht so viel XP. Nein, aber wir müssen ja auch welche finden. Wir müssen 15 von denen sowieso töten. Na dann. Aber ich glaube, dass ich lasse mir auch so eine Angriffskraft, glaube ich, trotzdem drin. Allein dafür, falls es dann irgendwann passieren sollte, dass du dann doch mal drauf gehst. Dass ich dann wenigstens so eine Kraft habe, die auch mal ein bisschen Schaden macht. Jo. So ein Slot. Ich meine, ich habe momentan ja einen Slot noch komplett frei. Ja, dann tut mir da doch am besten auch eine Angriffskraft rein, die beide Ressourcen auffüllt. Das wäre doch dann sogar noch am besten. Ja, habe ich momentan leider nicht. Obwohl, Moment. Moment. Doch die. Mitten im Kampf. Die Pistolenkraft füllt es auf. Auch die Faustressource. Das ist ja Problem gelöst. Ah, hier ist einer. Da kommen die Ackerbs. Auf mich losgehen, auf mich losgehen. Ich hab den Heiler. Direkt, der Heiler tut euch auch gar nichts. Ich geb dir mal hier Buffs. So. Noch ein Ackerb? Nein. Jetzt komm. Du auch noch? Nein. Nicht der Heiler, nicht der Heiler, nicht der. Oh nein. Das kriegen wir doch hin. Das ist ja ein Thema. Was soll denn der Blödsinn mit, dass ich mehr Akku erzeuge durch den Angriff? Kriege ich nichts von mir. Hier läuft noch einer rum. Der hat die bestimmt angezogen. Ja, alles deine Fans.
Unbarmherzige Armschiene. Plus Gesundheit, plus kritischer Trefferwert. Ja, vielleicht. Ja. Oh, ich hab sogar gewonnen. Weil mehr Gesundheit brauche ich. Ja, ist doch gut. Ja, nicht, dass mir jetzt vorgeworfen wird, dass ich dir alles klaue, ne? Naja. So, die beiden waren jetzt von dir hier, ne, die noch liegen. Dein Drink läuft ja auch aus. Also müssen wir schnell noch ein paar Gegner hier zerschnetzeln. Ach, der. Da kommt ein großer. Aber diesmal bin ich gut vorbereitet. Na, vorher. Nein, wieso? Geht was? Auf, geht auf mich. Was hast du? Was bist du mir? Ja, einem Heilaggro, ne? Der Heiler hat dir nie was getan. Der wird ja auch selten was tun. So, ich finde die Kombo hier ganz cool eigentlich momentan. Also uns beide, oder? Ja, auch die Fähigkeiten-Kombination hier mit Pistole und Klaue. Es läuft. Da ist noch so ein dicker Akab, machen wir den auch platt. Königliche Wache. Klingt so krass. Königliche ja, Wache. Klingt krass. Das damit endet schon. Da kommt noch eine nächste. Drohne rufen. Achso, du. Ja, jetzt die rufen jetzt auch noch Drohnen. Mach mir doch keine Angst. Na, das wär's, ne? Du ackerst die Drohnen. Es gibt Ackerdrohnen. Bin ich schon begegnet? Ja? Oh, ich will es gar nicht wissen. Nein, das sind diese kleinen Dinger. Aber das Problem ist, da kommen halt wieder mehrere. Deswegen habe ich ja gerade Panik gekriegt wegen den Drohnen. Nein, ich habe keine Drohnen. So. Sehr gut. Was haben wir hier? Pistolen. Bedarf. Hier. Geld. Wer braucht schon Geld, ne? Ich. So, was haben wir hier? Pistolen. Mehr Durchdringungswert. Weniger kritischer Trefferwert. Nee, das brauchen wir nicht. Weniger Crit ist immer scheiße. Okay, hier kann ich die Höhle, die wir platt machen können. Ja, lauf vor, mach sie platt. Ey, nicht auf mich. Oh, da sind jetzt 6 von denen. Ja, jetzt kannst du mal sehen. Hab dich die ganze Zeit lang nicht gehalten. Fast so schnell wieder runtergegangen bist. Oh, Theaterausstattung. Fuck up. Oh gut, das ist eigentlich sogar sehr praktisch, weil wir brauchen auch einen. Der geht auf mich. Ja, natürlich, die gehen immer auf dich. Warum auch immer. Ja, weil Heilungsadresse ist. Zack, Bericht senden. Wir müssen jetzt eigentlich 1 Milliarde Geld kriegen. 1 Milliarde Geld? Ja. 5 Geld! Gib mich 5 Geld! Und die Rose kaufen? Ein Döner mit alles und scharf. 5 Geld. Für 5 Geld, ja. Wo ist der Gentleman? Lässt die Frau hinter dir krabbeln. Ja, falls es oben gefährlich ist. Ja. Das ist so ein toller Screenshot gerade. Wie jetzt? Ja, wie wir da so hochkraxeln. So, hier gibt's Wissen. Und neue Nebenquests. Schwere Nebenquests. Ah, ja. Okay.
ABC of the Monsters. Akap, Deep One, Mr. Krabs, Eldritch Zoidberg. Immer mehr Kinder haben es gemacht, ne? Ja, ich finde, der Futurama ist eigentlich gar nichts für Kinder. So. Nein? Also von dem Humor her ist das auf jeden Fall nichts für Kinder. Ja, ist etwas... Ah, es hat seinen eigenen Humor. Ja, ist ähnlich wie South Park, ist auch nicht für Kinder. Nein, South Park ist überhaupt nicht für Kinder. So. Haben wir uns mal durchgelesen. Hier können wir uns noch Zeitungsausschnitte angucken. Sind Sie noch da? Ja. So. Gibt's denn hier noch weiter? Ja, aber dafür brauchen wir das Passwort und dafür müssen wir erst die Liga der Monsterjäger zu Ende machen. Aha. Da ist noch Wissen. Ja, das kann auch sein. Ah, da muss man hier oben hin, ja? Nein, da muss man eigentlich da in den Safe. Okay. Ups. So, ja, mit diesem schönen Blick auf die verpestete Akkab-Umwelt entlasse ich euch dann mal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal beim Lesrak Dark. Ja, super. Und bei Eukalypta und beim Koali. Ja, have fun, tschüss. Meow, 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 meow